Hallo und herzlich willkommen im aktuellen Vlog. Heute mal wieder, wie ihr seht, im Videostudio. Und da sind auch schon einige mit dabei. Der Pepe ist nämlich auch schon mit da. Heute drehen wir ein bisschen was für eine Serie. Beziehungsweise eigentlich soll es ein Film werden, eigentlich soll es eine Dokumentation werden. Ich weiß noch gar nicht, es wird auf jeden Fall extrem interessant. Und ich laufe jetzt mal aus dem Studio raus, weil da geht es nämlich hier oben, hier, da. Das sind die beiden. Gibt es nämlich noch welche, die sind auch noch mit dabei und auch noch viel mehr Leute. Um was es bei der Serie genau alles geht, ich darf es nicht verraten. Ich würde lieben gerne. Aber in der Kürze der Zeit wird es dazu die Videos geben auf YouTube. Wird ein größeres Projekt, wird wahrscheinlich so ziemlich das größte Videoprojekt, was wir jeweils gemacht haben. Und ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein. Ihr dürft auch ein bisschen mit zuschauen, was wir so machen. Aber was es ist, fahrt ihr noch nicht. Mir geht es ja gerade schon wieder um deine Stäbe. Mann, Alter. Ja, also mir ist es auch direkt aufgefallen, dass das irgendwie montagetechnisch nicht 100% ist. Das ist nicht ganz sauber erledigt. Ja, und sicherheitstechnisch? Oh, das ist aber scharfkantig. Oh ja. Oh ja. Oh. Da, müssen wir nochmal drüber sprechen, Mario. Da musst du das bitte abschleifen. Mit nee, da gibt's Kappen für. Da gibt's Kappen für. Okay, dann. Ja, warum sind da keine drauf? Was ist, weil keine dabei waren. Ja, aber was ist, wenn ich jetzt hier draußen barfüßig nackt laufe ja, und dann bleibe ich hier mit dem Fuß hängen, reiß mir einen Fuß auf und dann? Wer bezahlt das dann? Was soll ich dann sagen? Ja, du, deine Firma. Mist. Was sollen wir dann machen? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Das ist irgendwie schwierig. Aber es ist ja so, wir haben natürlich schon bestimmte Bereiche, das ist ja auch im Drehbuch steht es ja auch drin, das ist der Bereich Darsteller. Da steht dann zum Beispiel, entweder stehen nur ich drin oder dann steht eben David und ich. So, jetzt sind wir unterwegs und schauen uns mal unsere Studiobereiche an. Der brabbelt die ganze Zeit schon wieder hier irgendwelches Zeug. Ich mache einen Vlog, du machst einen Vlog, nein. Ich mach hier einen Short für YouTube. Ein Short. So, weil hier, da seht ihr ja, wir haben ja Tiefe nach hinten. Das heißt, die Kamera würde jetzt hier stehen, wo ich bin, also hier. Da, wo der David ist, der würde dann hier sitzen. Und dadurch, dass wir hier hinten den Abstand haben, würden wir schöne Bouquet kriegen. So, und da, das müssten wir, also genau diese Distanz bräuchten wir bei dir im Büro. Das ist eng, ne? Ja gut, wir können die Kamera ganz weit hinten an die Wand stellen. Du sitzt ziemlich in der Mitte, vom Raum und dann hat man halt dein Gekrusche im Hintergrund. Aber am Ende des Tages siehst du ja vom Bild nur das. Der Hintergrund ist völlig unscharf, alles andere siehst du gar nicht. Das ist zumindest in der Totale. Also in der direkten. Aufnahme, ja. Und in der Totale hast du ja alles drauf, das sieht man dein Gekrusche. Ja, dann wir können es ja mal probieren. Gut, machen wir nicht heute, weil wir heute die Testaufnahmen machen. Ja. Das heißt, wir setzen dich, Kai. Wir morgen mal bei dir im Büro vorbeischneiden oder so, nimm die Kamera mal mit. Weiß nicht, wann wollen wir morgen anfangen? Hier mit drehen und so weiter. Muss ich meinen Kalender reingucken. Also nee, wir haben Abteilungsleiterbesprechung morgen. Nein. Ach, ich bin morgen in der Schule. Du bist morgen in der Schule. Bin morgen früh um 8 bin ich in der Schule. Ja, dann passt ja. Du sollst mal was lernen. Dann würde ich zum Kai einfach mal um 8 ins Büro mit meiner Kamera und der Festbrennweite kommen, um einfach nur mal zu sehen, funktioniert es nicht. Ja. Mehr brauche ich ja nicht machen, das geht ja ganz schnell. Jetzt wolltest du Fenster angehen oder was? Ja, wollte mich da jetzt wegen anrichten. Ja, nee, witzig. Warte. Lass es das als genau, mal, ja, genau. Gehen wir nach unten. Pass auf. Und wenn ich sag, jetzt machst du Kuckuck und dann komm ich raus. Warte. Und jetzt. Kuckuck. Kuckuck.
super. Hier riecht es immer noch nach Siphon. Pepe, was hast du hier gemacht? Warum riecht es hier im Büro nach Siphon? Es ist kein Witz, es riecht hier richtig nach Siphon, wie als wenn man das Klo runtergeschraubt hat und dann dieser Muffgeruch dann kommt. Kannst du bitte nicht so eine Frage stellen. Warum? Nein, weil ich nichts gemacht habe. Ja, weil ich nichts gemacht habe. Ja, aber es riecht hier wirklich nach Siphon. Ja, das riecht wirklich nach Siphon, aber das bin weder ich noch habe ich was gemacht. Ich lasse mich einfach nur kaputt. Geschmack. Sowas sind perfekte Memes, ne? Weil solche Dinge baut man, diese Lache, ne? Die baut man ein, die macht man dann auf grau und dann spricht man. Muss noch langsamer machen. So wie das alle sieht. Dein Geschmack. Der war geil! Dein Geschmack. Der war geil! Okay, das ist der perfekte Meme. Dein Geschmack. Dein Geschmack. Das ist geil. Gut, also ich glaube, man hat schon ein bisschen Eindruck zum Dreh bekommen. Kameras funktioniert soweit, ich speichere jetzt nochmal die Konfiguration ab. Und dann können wir jetzt endlich mit den ganzen wirklichen Produktiven starten. Und dann ging's los. Ja, wir haben jetzt unsere ersten Drehs beendet und es sind ganz gute Resultate rausgekommen. Muss ich sagen, eigentlich jetzt gar nicht lang gewesen, weiß ich nicht. Schau mal auf die Uhr. Oh, vielleicht gerade mal 2,5 Stunden, aber es schlaucht schon echt. Also es ist schon extrem anstrengend. Ich bin glücklich. Wir machen jetzt einen Plan. Also im Endeffekt, wir wissen jetzt, was wir wollen. Wir wissen jetzt, wie wir drehen. Und morgen geht es dann mit den richtigen Drehs los, mit den Interviews für ja unser Projekt. Nach so einem Videodreh ist auf jeden Fall ordentlich was zu tun. Jetzt gehe ich erstmal an meinen Arbeitsplatz, wird noch mit gearbeitet, Tickets, E-Mails und halt das Übliche, was halt einfach gemacht werden muss. Und mal schauen, was ich heute noch so mache. Boah, ein anstrengender Tag geht zu Ende. Ich habe jetzt noch die Ansagen bearbeitet und ganz, ganz wichtig, Videodrehplan. Also das war auch so eine Sache, das war heute ein bisschen hakelig. Mal schauen, ob ich euch einen kleinen Auszug zeigen kann vom Videodrehplan. Denn ich darf und will ja noch nicht verraten, was es alles ist, aber... Tada, das ist der Videodrehplan. Und da geht es dann eben darum, wer wann wo ist und wer wo dreht und an welcher Stelle und an welchem Tag wir was drehen. Ja, also wirklich umfangreich. Das habe ich jetzt am Nachmittag auch noch gemacht. Und jetzt ist 18.43 Uhr, jetzt wird es Zeit für den Feierabend. Mal gucken, was ich mir zu essen hole. Aber ich glaube, heute gibt es Sushi. Ja, und so sieht mein Abendessen aus. Da freue ich mich drauf. Das war es heute aus dem Vlog. Das war es heute vom Videodreh. Morgen geht's weiter.